So, das ist jetzt hier der Kessel zum FC Marketing oder was? Dann erzähl ich mal ein bisschen was zum Hintergrund. Ne? Jeder Fußballverein, der was auf sich hält, Jeder Fußballverein, der was auf sich hält, ja, macht zur neuen Saison eine Kampagne mit einem tollen Motto und irgendwelchen klassischen Sprüchen. Und daher hat sich der FC St. Pauli etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nichts. Also es gibt Eintrittskarten. Hier Marketingspruch, der nicht so marketingmäßig rüberkommt. Super. Kreativer Text, warum St. Pauli so kultig ist, ohne kultig auszusprechen. Provokanter, aber nicht zu provokanter Spruch. So, und noch ein bisschen was mehr haben wir hier. So, hier nochmal was zum Ankreuzen. Schaut mal. Wahnsinn. Die Dauerkarte. Was haben wir nochmal für unsere Businesskunden gemacht? Ah, hier, super, auch ganz klasse. Seht ihr? Kannst du das nochmal machen? Hier, ganz klasse. Hochwertiges B2B-Mailing für die richtige Zielgruppenansprache. Spenden nicht vergessen und das Benzel für die ganz wichtigen Leute. Jetzt zeig doch mal ein Bildgewitter, mit dem wir beweisen, dass der FC St. Pauli das auch wirklich 360 gradmäßig durchgezogen hat. Hier könnt ihr Logo stehen oder hier. Haha. Und nochmal die Pressewand, die Loge. Wow. Nochmal hier das Mannschaftsbild. Super. Und hier die PK, der PK-Raum. Ich begrüße beide Trainer hier auf dem Podium. Alles dabei. Oh, hier Schnecke. Ja, geil. Und die Anzeigetafel. Auch super. Stadionzeitung. Merchandise haben sie auch gemacht. Hier, das T-Shirt. Gib mir nochmal bitte das mit dem Totenkopf. Das Ganze nochmal mega digital. Multichannel-mäßig ausgesteuert, ja. Mobile first, highly responsive. Schaut mal. Ach, super, super gelaufen und ja, toll, klasse, Wahnsinn. Besser in die Mülltonne werfen.